Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Heute reden wir über das Thema Friendzone. Wir gucken uns an, warum landest du immer in der Friendzone und wie kommst du wieder raus, beziehungsweise, das ist vielleicht noch interessanter, wie kommst du in Zukunft nicht mehr rein? Das ist halt so ein Thema, was immer wieder aufkommt, was gerade, ich sag mal, Anfänger mich dann auch fragen, aber auch andere Männer, die vielleicht schon, ja, auch Beziehungserfahrungen gemacht haben, schon so die ein oder andere Erfahrung mit Frauen hatten, längere Beziehungen hatten, über mehrere Jahre vielleicht. Also es gibt auch Männer, die haben schon geheiratet, waren schon in einer Ehe und haben dann immer noch das Problem, wenn sie wieder rauskommen. Und da ist mir aufgefallen, dass es immer mit einer Sache zu tun hat. Oder ich sag mal mit einer Zusammenfügung von mehreren Sachen. Und zwar hat es immer im Kern, oder das Kernproblem ist immer, dass die Männer nicht in der Lage sind, auszudrücken, was sie wollen und klar zu kommunizieren. Das können diese Männer meistens nicht. Und das sorgt dann dafür, dass sie in die Friendzone kommen. Und das ist genau diese, ich sag mal, dieser Kernskill, diese Kernfähigkeit, die du lernen musst, wenn du in Zukunft nicht mehr in der Friendzone landen willst und wenn du aus der Friendzone wieder rauskommen willst. Ich erkläre das Ganze mal an einem Beispiel. Nehmen wir mal an, du lernst jetzt eine Frau kennen und du bist richtig scheiße darin zu kommunizieren, was du willst. Was unter anderem daran liegen könnte, dass du es A nicht weißt oder B dich nicht traust zu sagen. Das sind meistens diese beiden Sachen. A, du weißt es nicht. B, du traust dich nicht, das zu sagen. Ich komme gleich zu beiden Aspekten nochmal genauer. Ne? Nehmen wir an, das ist die Situation. Und was jetzt passiert ist, dass du halt Frauen kennenlernst, vielleicht, wahrscheinlich eher nicht so viele, weil du bist anscheinend eher nicht so der mutige Mensch. Du traust dich nicht, dir das zu holen, was du willst. Ne? Das hängt damit ja zusammen. Das heißt, du sprichst wahrscheinlich keine Frauen jetzt im Alltag an oder Frauen, die dir gefallen in irgendwelchen Situationen. Davon gehe ich aus. Könnte natürlich auch anders sein. Das heißt, du lernst die Frauen eher so durch den Zufall kennen, würde ich sagen. Und jetzt nehmen wir mal an, du lernst Clara kennen. Ja, Clara lernst du jetzt in deinem ersten Semester an der Universität kennen und die findest du ganz toll. Und jetzt triffst du dich mit Clara oder verbringst Zeit mit ihr, auch so in diesem Uni-Kontext vielleicht, und findest das alles wunderbar und denkst dir, oh, das ist ja alles toll und ich mag die ja voll gerne und ich glaube, die mag mich auch. Aber irgendwann, nach ein paar Wochen, nachdem ihr euch regelmäßig ein paar Wochen gesehen habt, wohlgemerkt im Uni-Kontext, ihr habt euch vielleicht mal verabredet, ein bisschen gelernt, danach noch ein bisschen gequatscht, ihr versteht euch wirklich gut. Und nach ein paar Wochen machst du dann vielleicht mal irgendwann, oder vielleicht ein paar Monaten sogar, das ist jetzt nicht ungewöhnlich, machst du mal deinen Move und versuchst mal Clara zu küssen. Und dann ist sie auf einmal ganz irritiert und ist, was, nein, wie, was ist denn, das ist bei uns ist nur Freundschaft, wie kommst du denn darauf? Ich hätte dir doch niemals so ein Signal gegeben oder das war doch niemals in diese Richtung. Wie kommst du darauf, ja, dass wir mehr als Freunde sind? Es war doch immer eine Freundschaft. Ne? Und dann kommt vielleicht diese Sache, dass sie sagt, hey, ja, wir können gerne Freunde bleiben, aber mehr ist da nicht. Und dann musst du dich entscheiden, ja, will ich mit ihr befreundet sein und sozusagen ja, die ganze Zeit unterdrücken, was ich eigentlich für sie fühle oder eben nicht. Und das ist natürlich eine Kacksituation, in der man nicht landen will. Und wir wollen uns jetzt mal angucken, wie das Ganze denn zustande gekommen ist. Beziehungsweise, ich habe es dir auch schon verraten, unklare Kommunikation, nicht wissen, was man will. In diesem Fall würde ich sagen, wusstest du wahrscheinlich, was du willst. Du wusstest ja, du willst Clara und sie ist toll, aber du hast es eben nicht klar kommuniziert. Und das ist wirklich so eine Sache, das fängt in ganz kleinen Momenten, in ganz kleinen Etappen an. Es fängt da an, wo du dich einfach unimäßig mit ihr triffst, was ja erstmal in Ordnung ist, also du kannst dich ja zum Beispiel dann unimäßig mit ihr treffen, aber es ist einfach nicht ganz klar, worum geht es hier eigentlich? Und du sagst es auch niemals. Du machst ihr vielleicht keine Komplimente, du gehst keinen Schritt nach vorne, du flirtest nicht mit ihr. Ne? Das heißt, ihr spielt nicht miteinander im Flirt und du erwartest dann, dass irgendwie auf ganz magische Art und Weise durch das pure Zusammensein ohne Flirt irgendwas passiert und sie sich dann in dich verliebt oder oh Gott, jetzt sind wir zusammen oder was auch immer. Aber du musst halt verstehen, dass du nie wirklich die Sache vorangebracht hast. Und das ist das, was die Männer machen. Die in der Friendzone landen, die bringen die Sache halt nie wirklich voran, weil sie sich meistens gar nicht trauen, das zu machen. Also sie wissen vielleicht nicht, wie das funktioniert. Oh Gott, wie soll ich sie denn küssen? Was soll ich denn machen, wenn sie dann doch nicht Lust hat? Etc. Und es ist hier wirklich wichtig, und da gibt es natürlich einen Unterschied, wenn du eine Frau auf der Straße ansprichst, dann ist relativ schnell klar und sie weiß auch relativ schnell, worum es geht. Wenn es jetzt in einem Uni-Kontext passiert, dann ist es natürlich ist ein anderer Kontext, muss man sagen. Aber wichtig ist, dass du relativ klar und relativ früh auch kommunizierst, was denn deine Absicht ist. Und du musst das nicht direkt kommunizieren. Das heißt, du musst nicht sagen, oh, du gefällst mir und ich stehe voll auf dich und ich will dich unbedingt daten. Kannst du es sagen, wenn du willst, aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass du es zeigst. Und du kannst es zeigen, indem du, wie gesagt, es direkt kommunizierst. Aber du kannst es auch zeigen, indem du einfach mit der Frau flirtest. Das ist so der entspanntere und
auch geschicktere Weg. Nicht, weil wir unbedingt verbergen müssen, was wir von der Frau wollen, aber weil es der lustigere, der spaßigere und auch der Weg ist, den jetzt, ich sag mal, erfahrene Männer mit Frauen eher wählen würden. Es ist das Spielerische, es ist ein Zeichen davon, dass du mehr Ahnung hast von dem, was du machst. Ne, und deswegen dieser flirterische Weg, das heißt, du bist ja vielleicht mit ihr irgendwo beim Lernen in der Uni oder so, ihr habt dich zum Lernen verabredet, das haben wir eben gesagt, und dann flirtest du halt ein bisschen mit ihr, also du neckst sie vielleicht ein bisschen, wirst auch ein bisschen körperlich so, aber nicht körperlich im Sinne von, dass du sie jetzt küsst oder so, sondern einfach, das ist ein bisschen so dieses Wegschubsen, du kennst ja dieses spielerische Necken. Und dann merkst du natürlich auch schon, in welche Richtung das gehen kann. Also entweder kriegst du dann positives Feedback von ihr und weißt, okay, ja, in so eine Richtung kann es gehen. Oder du kriegst halt negatives Feedback von ihr oder beziehungsweise, entweder kriegst du negatives Feedback von ihr, dass sie sagt, hey, oh, nein. Oder du kriegst neutrales Feedback von ihr, dass sie nicht so richtig drauf eingeht. Und dann kann man nicht so richtig wissen, was es ist. Es könnte beides sein. Da muss man einfach über die Zeit ein bisschen weiter gucken oder eben direkt kommunizieren. Das ist natürlich auch immer ein Weg. Das eine ist nicht schlechter als das andere. Das eine zeugt nur von mehr Erfahrung. Direkte Kommunikation ist aber auch ein Skill, den man lernen kann. Und in diesem Beispiel ist es dann so, dass du halt relativ schnell erfährst, okay, geht da was oder geht da nichts? Hat sie gleiche Interessen oder hat sie es eben nicht? Und dann kann es gar nicht passieren, dass du in der Friendzone landest, denn dort kannst du nur landen, wenn du nicht klar kommunizierst. Wenn ich jetzt eine Frau auf der Straße treffe und ich sage, hey, du gefällst mir, hast mir gefallen, lass mal einen Kaffee trinken gehen und gucken und näher kennenlernen, gucken, ob wir irgendwie miteinander klarkommen. So. Und sie sagt dann einfach zu mir so, nee, boah, kann ich mir gar nicht vorstellen. Wunderbar, dann gibt es ja gar keine Möglichkeit, dass ich irgendwie zufällig in der Friendzone lande. Wenn ich jetzt aber eine Frau auf der Straße irgendwie anspreche und dann bin ich so, ja, wir können ja mal einen Kaffee trinken gehen. Und sie sagt, ja, aber nur freundschaftlich. Und ich sage, ja, okay, ist kein Problem. Und denke mir im Hinterkopf, ja, vielleicht will sie mich dann ja trotzdem irgendwie. Dann ist natürlich klar, dass ich auch in der Friendzone lande, weil ich hier einfach gar nicht das kommuniziert habe, was ich eigentlich kommunizieren wollte. Ich habe gar nicht mein Verlangen wirklich kommuniziert. Weder indirekt noch direkt. Ja, also direkt mit Sagen oder indirekt mit Flirten, mit Zeigen. Ich habe das einfach nicht kommuniziert. Und so lande ich eben in der Friendzone. Und du kannst mal für dich überlegen, wenn das so eine Problematik in deinem Leben ist, dann überleg mal, wie ist das denn in der Vergangenheit zustande gekommen? Ne? Also wie kam es denn dazu, dass du in der Vergangenheit in der Friendzone gelandet bist? Und dann wirst du feststellen, dass es wahrscheinlich sehr viel hiermit zu tun hat. Was ich jetzt, also eine Sache, die hier klar sein muss, und ich hoffe, das ist auch klar, Friendzone bedeutet nicht, dass die Frau zu dir sagt, ah nee, ich kann mir nichts mit dir vorstellen, wenn du das kommunizierst. Also wenn ich jetzt eine Frau auf der Straße anspreche und bin so, hey, du gefällst mir, lass mal einen Kaffee trinken gehen, und sie sagt zu mir, hey, kann ich mir nicht vorstellen, du bist nicht mein Typ, dann ist das keine Friendzone, dann ist es einfach nur, ich habe kein Interesse an dir. Friendzone wäre eben, und das kennen viele Männer, wenn ja man irgendwie in einer Freundschaft gefangen ist, von der man eigentlich gar nicht will, dass es eine Freundschaft ist, sondern man will eigentlich viel mehr, aber man weiß nicht so wirklich, wie man da rauskommt oder wie man da reingeraten ist oder warum man da immer wieder reingerät. Das ist Friendzone. Ne? Also wenn du jetzt hierher kommst zu mir mit der Idee, oh Gott, Tim, bring mir bei, wie nie wieder eine Frau zu mir sagt, dass sie keine Lust hat, mich zu daten. Ja, okay, dann kann ich dir leider nicht besonders viel weiterhelfen. Das ist nicht Friendzone. Das hat nichts mit Friendzone zu tun. Ne? Das hat einfach was damit zu tun, findet sie dich attraktiv generell, nicht nur optisch, attraktiv als Gesamtperson oder eben nicht. Das hat damit eben nichts zu tun. Aber du landest nicht in der Friendzone, wenn du klar kommunizierst, was du willst. Oder wenn du es indirekt kommunizierst, was aber auch klare Kommunikation ist. Also wenn du mit ihr flirtest, wenn du sie neckst, wenn du spielerisch mit ihr bist, die Frau versteht schon, worum es geht. Das ist zwar indirekt kommuniziert, aber für die Frau ist es trotzdem sehr, sehr klar. Na, und jetzt natürlich die Frage, vielleicht weißt du auch gar nicht so richtig, was du willst. Vielleicht weißt du gar nicht so richtig, in welche Richtung du mit der Frau gehen willst. Das ist natürlich eine Sache, mit der du dich mal auseinandersetzen solltest. Das kannst du in Form von Meditation machen, das kannst du aber auch in Form von Tagebuch führen machen, indem du dir mal aufschreibst, hey, was wäre es denn, in welche Richtung würde ich denn gehen mit einer Frau? Warum will ich denn überhaupt eine Frau an meiner Seite haben? Denn einfach nur eine Freundin haben zu wollen zum Beispiel, weil alle haben eine Freundin, ist absolut kein guter Grund, eine Freundin haben zu wollen. Dann hab lieber keine Freundin und finde erstmal raus, warum du überhaupt eine Freundin haben wollen würdest. Wenn du jetzt zu dem Ergebnis kommst, hey, ich möchte gerne Freundin oder sie als Freundin, weil ich mir vorstellen kann, dass wir zusammen uns toll unterstützen, dass wir zusammen viel Spaß haben und das Leben zusammen besser genießen, als wir es alleine genießen können, wunderbar, dann hast du ja eine gute Grundlage dafür. Und das Ding ist, die Frau merkt halt auch, ob du weißt, wo du hin willst oder nicht. Die Frau merkt halt, ob du einfach nur, oh ja, ich will eine Freundin haben, weil alle haben eine Freundin, oder ob du auch eine Zielsetzung hast in der Beziehung, die du da anstrebst. Du wolltest wissen, in wohin sich die Beziehung dann entwickeln soll oder was du dir überhaupt von einer Beziehung versprichst. Das kannst du dir aufschreiben, beziehungsweise kannst du erstmal in Form einer Meditation erstmal auch hochkommen lassen, sage ich mal, um dich dann zum Beispiel im Tagebuch
damit auseinanderzusetzen. Das heißt, du solltest A wissen, was will ich überhaupt und was will ich von einer Beziehung und B wissen oder B in der Lage sein, das auch auszudrücken. Und wenn du jetzt noch keine Beziehung hattest, dann kannst du natürlich nicht genau wissen, okay, was will ich jetzt genau von einer Beziehung? Das ist schon klar. Aber dann ist dein Ziel vielleicht, hey, ich möchte Erfahrung machen, was Beziehung angeht. Das ist mein Ziel. Ne? Also meine erste Beziehung damals im Gymnasium war das, in der Oberstufe, da war es eben auch so, ich wollte eine Beziehung, weil, keine Ahnung, ich hatte noch nie eine Beziehung erlebt und ich wollte einfach mal gucken, was ist eine Beziehung und was beinhaltet das alles und wie läuft das so in der Beziehung, passt das für mich, passt das nicht für mich? Und das ist eben auch ein Ziel, ne, herausfinden zu wollen, ob das überhaupt cool ist, ob das was für einen ist oder wie man eine Beziehung gestalten kann. Das könnte auch ein Ziel sein, aber du musst halt wirklich wissen, oder solltest zumindest grob wissen, warum überhaupt. Und das dann eben auch kommunizieren können, beziehungsweise dein Verlangen, dein Ich mag sie eben auch entweder direkt oder indirekt kommunizieren können. Das ist ganz wichtig. Und wenn du diese beiden Sachen kombinierst, dann wirst du dieses Friendzone-Problem nicht mehr haben und wirst auch aus der Friendzone rauskommen. Das heißt, wenn du jetzt in der Friendzone feststeckst und einfach klar kommunizierst, ja, dann wird sich das Ganze in eine von beiden Richtungen auflösen. Entweder, ja, ihr kommt zusammen oder ihr kommt nicht zusammen. Und dann würde ich dir auch empfehlen, wenn du wirklich diese beiden Sachen nicht auseinanderhalten kannst, dann verbringe doch erstmal keine Zeit mehr mit der Frau. Auch wenn ihr euch vielleicht freundschaftlich gut versteht, wenn du dich die ganze Zeit da rumquälen musst, weil du eigentlich viel mehr von ihr willst, dann nimm doch erstmal Abstand davon. Vielleicht lernst du eine andere interessante Frau kennen und ihr könnt wieder auf normaler, freundschaftlicher Basis miteinander umgehen. Dann nimm erstmal Abstand. Aber wenn du diese beiden Sachen kombinierst, von denen ich gesprochen habe, kannst du eben nicht mehr in der Freundschaftszone landen bzw. dort wieder rauskommen. Schön, dass du dabei warst. Wenn du Fragen dazu hast, in die Kommentare. Hier kannst du den Channel abonnieren. Drück auch die Glocke, wenn du es noch nicht gemacht hast. Hier kommst du oder kannst du dich für ein Coaching bewerben und hier kommst du zu weiteren Videos mit noch mehr Tipps für deinen Erfolg mit Frauen. Wir sprechen uns übermorgen. Bis dahin. Ciao.